Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Magdeburg und Umgebung. Wir waren natürlich auch wieder heute für Sie unterwegs und haben uns an den Brennpunkten der Stadt für Sie umgeschaut. Gleich noch ein paar Informationen. Heute melden wir uns vom Mückenwirt. Viele Stadtteile sind inzwischen der Strom abgeschaltet worden. Das betrifft zum Beispiel Werder, Brückfeld, Salbke, den Herrenkrug, das Hafengelände, Rote Horn, Randau und Buckau, viele Stadtteile. Ein Hinweis noch vom Oberbürgermeister Keller, sollen möglichst nicht ausgepumpt werden, weil nämlich sonst ein Unterdruck entsteht und das Wasser ständig wieder nachläuft. Da ist also niemand mitgeholfen. Die Pumpen laufen ohne Strom sowieso nicht. Der Bebeldamm ist inzwischen komplett gesperrt, genauso die Autobahnabfahrt von der A2. Sie müssen also alle über die Zentrumabfahrt fahren. Mittlerweile sind über 3000 Kräfte hier im Einsatz. Dazu kommen über 7000 Soldaten der Bundeswehr. Und wenn Sie sich noch registrieren lassen wollen, dann wählen Sie weiter die Nummer hier in unserer Stadt 0391, die 540 und 4x die 7. Dort können Sie Ihren Namen ansagen, dort werden Sie registriert. Und wenn Sie gebraucht werden, werden Sie zurückgerufen. Und jetzt haben wir für Sie noch die Bilder des Tages. Okay, wie viele Tage sind Sie hier bereits vor Ort im Einsatz? Ja, wir sind seit dem Dienstagmorgen im Einsatz und die Alarmierung kam am Montagabend und am Dienstag früh sind wir im Einsatz. Mit wie vielen Kameraden sind Sie hier vor Ort und wie lange wird es ungefähr noch dauern? Wie lange schätzen Sie ein, die Lage? Wir sind ja mit der TEL Hannover, sind eine Einheit, die zusammen ungefähr 35 Leute umfasst, nur diese Einheit drin und dazu zuzüglich dieser gesamten Einsatzkräfte. Und die Einsatzlage ist zurzeit noch nicht abschätzbar, weil das Hochwasser eben halt entsprechend noch auf einem hohen Level ist. Was sind heute die Aufgaben, die noch anstehen? Ja, die heutigen Aufgaben ist natürlich, wie Hochwasser steigt, immer noch in kleinen Schritten da. Also die Pegelstände, die Deichaufweichungen und andere Wassereinbrüche im Stadtgebiet. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Magdeburg-Kollegen direkt vor Ort? Ja, die ist sehr gut, wie immer unter Feuerwehren. Also man versteht sich, das harmoniert doch sehr, sehr gut miteinander. Vielen Dank. Da vorne die Ecke immer frei lassen. Vom Dienstag zum Mittwoch sind die Sandsäcke hier verlegt worden, sodass also die Sicherung dann hier folgte. Am Donnerstagnacht bin ich nochmal hergegangen und habe dann festgestellt, dass hier leicht Wasser durchsickerte. Habe das dann dem Katastrophenstab gemeldet und daraufhin hatten sie mir erklärt, dass sie eben Leute rausschicken, die das kontrollieren. Das ist dann auch erfolgt und am Freitag sind dann Pumpen eingesetzt worden, die dann das Wasser, was hier durchdrückt, wieder zurückgepumpt haben. Das kann man ja jetzt auch noch sehen. Und am Sonnabend heute ist also die zusätzliche Sicherung erfolgt aufgrund der weiteren Steigung, die sich ja hier abgespielt hat. Und jetzt hoffen wir also, dass es bis morgen dann standhält, das, was hier schaffen wurde. Es hat alles, die Organisation war hervorragend. Das muss man sagen. Das hat also richtig profihaft geklappt hier.
sind ja auch Anwohner hier. Haben Sie auch welche Veränderungen gemerkt, selbst in Ihrem Tagesablauf oder auch welche Einschränkungen? Natürlich sind die Leute hier aufgeregt und gerade die Älteren, man muss dann beruhigend auf die einwirken. Das Wichtigste ist ja, dass man Ruhe behält und dass man eben besonnen hier die ganzen Sachen in Angriff nimmt. Und was beeindruckend ist, da waren so viele junge Leute, die hier gekommen sind, die barfuß hier reingegangen sind als Anwohner. Ich konnte mir Stiefel anziehen, ja. Und man konnte dann eben auch, die sind mit der Schubkarre rangefahren mit den Sandsäcken. Ich sage, lass das. Das machen wir lieber die Leute mit Stiefeln. Und das war schon, ist alles beeindruckend. Das ist, wir wollen nur hoffen, dass es alles sich auch gelohnt hat. Ja. Denn sind wir eigentlich, können wir zufrieden sein. Genau, warum seid ihr hier und macht das? Na, erstmal sind wir für Menschen da hier in der Magdeburger Stadtmission, die Freiwilligenagentur ja sowieso. Und weil es, glaube ich, ein Gebot der Stunde ist, jetzt zu handeln. Und wer das jetzt nicht tut, ich weiß nicht, wer da mit seinem Gewissen leben will. Das ist so. Ich bin ganz stolz auf viele Magdeburger, Magdeburgerinnen. Über die Freiwilligenagentur ist die Anfrage gekommen. Wir haben aufgemacht ab 11 und haben auch morgen ab 11 offen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Schnitten schon die super Frauen hier geschmiert haben. Wir haben auf Facebook einen Bedarf gestellt an Essen, Trinken und Frühstücksbeutel und alles haben uns die Leute gebracht. Ich bin begeistert. Ich habe das nicht gedacht, dass das möglich ist. Und jede Frau, die hier kommt, jeder Mann, der hier kommt, ist einfach ein Geschenk Gottes. Also ist auch gerade das soziale Netzwerk sozusagen die Kommunikationsplattform, dass die Leute herkommen? Wir haben sonst versucht, auch die offiziellen Seiten oder Telefonnummern, da ging nichts. Über Facebook lief alles. Also das, ich kann es nur sagen, wir sind sehr froh, dass es das gibt. Jetzt. Was für ein Angebot macht ihr hier genau aktuell zur Hochwasserlage? Also wir kümmern uns so ein bisschen um Anfragen, die sich natürlich erstmal auch auf die Zeit nach dem Hochwasser orientieren, weil das Problem natürlich ist, dass im Moment ganz viele Helfer da sind und in der Koordination wir natürlich auch dem Krisenstab und den Fachkräften da nicht ins Handwerk pfuschen wollen. Wir nehmen ganz viele Anfragen entgegen von Leuten, die sagen, also das Hochwasser wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir haben auch noch eine Zeit danach, wo wahrscheinlich auch viele Anfragen kommen werden für Aufräumarbeiten in Kitas, in anderen Einrichtungen, wo geputzt werden muss. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch einfach die Kontaktdaten zu sammeln, um dann schnell Helfer mobilisieren zu können. Jetzt im Moment sind wir hier so eine kleine Auffangstation für Spenden, für Kuchen, für Brot, Käse, Wurst. Wir arbeiten mit der Magdeburger Stadtmission zusammen, stimmen uns ab. Dort sind heute auch einen ganzen Tag Helfer gewesen, die fleißig Bämmen geschmiert haben, Schnittchen geschmiert haben. Und von dort aus werden dann auch immer wieder so in die nähere Umgebung
Sachen gebracht, damit einfach die Helfer immer mal zwischendurch dann auch noch einen Kaffee dazu bekommen. Also da versuchen wir einfach so im Hintergrund ein bisschen zu helfen. Wie ist das Angebot? Also wie wird es momentan angenommen, das Ganze? Ja, also heute sind schon ganz viele über den Tag verteilt mit Kuchen und auch mit anderen Lebensmitteln gekommen und die einfach gefragt haben, wo sie es abgeben können. Ganz kleine Spenden, also einfach auch der Beitrag ist da auch sehr unterschiedlich, und aber alle haben gesagt, wir wollen wenigstens ein bisschen helfen. Und auch gerade die, die jetzt vielleicht sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt die geborenen Sandsackschlepper, wir wollen trotzdem unseren Beitrag leisten. Also das ist auch ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn man sich meldet, um dann vielleicht auch in der kommenden Woche zu helfen, dann ist das natürlich auch schon ein guter Beitrag, weil wir einfach auch gemerkt haben, jetzt im Moment ist ja Wochenende auch noch schönes Wetter. Da sind natürlich noch viele da und da wollen wir natürlich nicht, dass sich die Leute auf die Füße treten. Deshalb versuchen wir da auch jetzt so ein bisschen zu sammeln noch. Okay. Genau. Ja, und das ist dann schon immer noch mal eine Hilfe, also wenn auch so vielleicht auch... Das wäre ein Bootsanleger. Alles ist ein Privatbootsanleger.